The power of the dark side, 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 side. Die Nervenbisse sind zwar so One-Hit-Gegner, aber mein Gott, die hätte man keine Ahnung weglassen. Poison Ivy. Los geht's! Ich sollte Harley Quinns Spur aufnehmen. Ich darf bei der Suche nach der Titan-Produktionsstätte keine Zeit verschwenden.
Was zum... Was zum... Er bewegt sich über uns. Er kann nicht übereinkommen. Er ist über uns. In der Luft. Ich kann nicht mehr sehen, wo er hin ist. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Das extra Life war wichtig. Oh Mann. Ich nehme die Tür. Hä? Ich bin sicher, es kam von da. Was war das? Komm schon, zeig dich! Komm schon, wo bist du? Ach, zur Hölle damit! Macht's euch, Jungs! Holt die Fledermaus mit den anderen von uns runter! Er wird mich kriegen, das weiß ich. Was schon? Mann, war das leicht! Die Fledermaus ist tot! Joker! Ich dachte, du würdest länger durchhalten. Ich habe jemanden gefunden, hier drüben. Ist das alles, was du drauf hast, Batman? Komm schon, wach auf. Verdammt, er ist ohnmächtig. Komm schon, wo bist du? Ach, zur Hölle damit. Hat einer einen Plan? Wir müssen ihn finden oder wir sind die Nächsten, verstanden? Batman, kannst du mich hören? Zeig dich! Warte, ich gebe dir Deckung. Fünf gegen einen. Sieht gut aus. Wenn ich Schuster wäre, würde ich auf euch setzen. Seid ihr blind? Seht auf den Boden! Da unten ist was und an dem helft ihr nicht! Habt ihr was gehört? Er ist da oben! Über uns! Reicht ihn ein! Der ist nicht weg! Ich hab ihn verloren! Oh.
Wirklich? Er hat euch alle besiegt? Wieder mal? Gewinnt man gegen ihn nur mit einer Monsterarmee? Poison Ivy wird bestimmt eine Nummer für sich. Patientengespräch Pamela Lillian Eisley, 12. November, 11.33 Uhr. Guten Morgen, Pamela. Wie geht es dir heute? Danke. Heute ist ein besonderer Tag. Was meinst du damit? Heute ist der Jahrestag meines neuen Lebens. Als ich mein wahres Ich, meine Bestimmung gefunden habe. Beziehst du dich auf das Ereignis mit Dr. Woodrow? Ja, was sonst? Natürlich, damals dachte ich, Jason hätte mich vergiftet, aber wenn ich zurückschaue, hat er mir einen großen Gefallen getan. Und wieso glaubst du, das, was er getan hat, hätte dir geholfen? Er hat mir eine größere Welt gezeigt. Eine Welt, die ich beschützen muss. Natürlich wurde mein erstes Angebot zurückgewiesen. Angebot? Du hast versucht, jeden in Gotham zu töten? Manchmal muss man große Schritte im Leben machen, um etwas Neues entstehen zu lassen. Okay. Sie war nicht umsonst eingesperrt. Halt, bitte. Bin ich wichtig? Ich kann dir nicht helfen. Dein Glück, dass der Boss nicht will, dass wir zu hart zu dir sind. Er hat gesagt, du wärst der perfekte Köder. Wer ist hier? Alles okay, Kumpel? Gegen Batman durch. Ich werde dich aufschlitzen. Mach ihn fertig, Batman. Lass ihn zu, dass er dich schlägt, du Idiot. Schlag ihn nieder. Schlag ihn härter. Geht's ihm gut? Ja! Ihr Depp, macht keine Chance! Ich dich schlag, Idiot! Ich steck dir das Ding! Ihr haltet nicht eine Minute gegen Batman durch! Bei Controller habe ich müsste erstmal die Taste finden. Falls es euch interessiert, ist das Kreis. Patientengespräch Pamela Lillian Eisley, 14. November, 10.21 Uhr. Hallo Pamela, heute will ich auf etwas zurückkommen, was du in unserem letzten Gespräch gesagt hattest. Fragen Sie mich, was Sie wollen. Du sagtest, dein erstes Angebot, Gotham zu helfen, wurde zurückgewiesen. Wie kommst du darauf? Was meinen Sie? Du hast tausende gefährlicher Sporen in Gotham freigelassen, hunderte Menschen getötet. Wie soll das jemandem helfen? Körper interessieren mich nicht, Doktor. Diese schrecklichen Fleischsäcke, die rumlaufen und meine armen Babys mit ihrer Gier und Arroganz zerstören. Aber bist du nicht auch einer dieser Fleischsäcke? Du warst auch eine Ärztin. Wie kannst du uns im Stich lassen? Das passiert einfach so. Aber dich lasse ich nicht im Stich, Stiefel. Du bist anders. Mit dir fühle ich mich verbunden. Wirklich? Stimmt das? Natürlich. Aha. Kommt deine Romanze zutage. Danke. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Solche Typen verspeise ich zum Frühstück. Was haben sie hier drin gemacht? Die, die mich nicht geschlagen haben, gingen darüber und hantierten an der Stromsteuerung rum. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Sieht aus, als hätte Joker diese Kontrolleinheit vermint.
Das wird härter als vorher, aber dieses Risiko muss ich eingehen. Ja, und was ist jetzt passiert, dass man da... Okay. Zu weit geht. So fängst du mich nie! Ich muss einen Weg durch dieses Chaos finden. Ich fand's Elvis schon schmunzlig. Ne? Er macht dort die Explosion und Elvis ist direkt die Lüftungsschacht, also im Trailer und noch zu siehen. Oh Mann. Also das war jetzt echt einfach. Mir. Antwort ihm! Bitte, hör auf. Ich hab dir gesagt, was... Ich dachte, du würdest länger durchhalten.